Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Bausimulator 2022. Ich begrüße euch hier vom Firmengelände, wo wir in der letzten Folge mit diesem LKW hingefahren sind, nachdem wir die Baustelle auf dem Spielplatz abgeschlossen haben. Unser Harp hat uns den Hinweis gegeben, man sollte sich jetzt eine weitere neue Baumaschine kaufen, eine Planierraupe, die wir in der letzten Folge auch gemietet hatten. Die werden wir uns jetzt auf jeden Fall erstmal kaufen. Dazu fahre ich jetzt mit unserem Pritschenwagen jetzt kurz dahin und dann beschaffe ich uns jetzt mal eine Planierraupe. Fahren wir jetzt erstmal kurz zum Fahrzeughändler hin. Zum Fahrzeughandel. Markierung setzen. So, jetzt fahren wir es nämlich selber hin. Auch wenn es vielleicht für euch ein bisschen langweilig sein würde, aber ist jetzt erstmal egal. Gehört auch ein bisschen dazu und man will ja auch jetzt nicht unnötig Geld ausgeben. Dann fahre ich jetzt mit dem TGS. Mein TGS jetzt mal dahin. Natürlich wieder blöd hier. Nicht, dass es hier gleich scheppert. Das ist, glaube ich, rechts vor links hier. Wie es aussieht. Ja, jetzt fahren wir aber. Ja, ist das doof wie die Kamera. Ey. Muss ich mal ein bisschen selber rumfuchteln hier. Oh, ich fahre ein bisschen zu schnell. Nicht, dass wir gleich wieder geblitzt werden. Gibt nämlich dafür auch Strafe auch im Spiel. Na komm, fahrt ruhig. Normalerweise jetzt stoppen müssen. Aber egal. Ich glaube, so streng nimmt das Spiel uns das jetzt nicht ab. Aber wenn man über rote Ampeln fährt oder zu schnell fährt, dann kann es passieren, dass wir... Ja, ich weiß nicht, wie man hier Blinker anmacht. Müsste man mal die Hilfe einblenden. Ich dachte, wird das hier auch so in klein dargestellt, aber leider doch nicht. Hier war unsere letzte Baustelle. Jetzt fahren wir aber erstmal zum Fahrzeughändler. Ja, komm, fahr, du hast Vorfahrt mit deinem Sportwagen. Hier ist immer noch, glaube ich, 30. Kaufen uns mal diese Planierraupe jetzt mal. Nennen wir diesen ja gleich als unseren eigenen. Wer weiß, ob wir das Ding, diese Maschine, vielleicht auch öfters mal benötigen werden, vielleicht. So, dann stellen wir uns erstmal hier hin und dann... Auch sehr geil, das ist auch sehr cool, dass der LKW, wenn man ihn jetzt hinstellt, dass er sogar diesen typischen Sound macht, wie halt einen typischen LKW halt. Der Schnauf, dieses Schnaufgeräusch, das finde ich genial. Das muss ich echt mal positiv anmerken. Ach, guck mal hier, was wir wieder gefunden haben. Zack. Weiteres Fundgegenstand gefunden. Sammelstück. So, dann gehen wir jetzt mal eben hier hin. Dann kaufen wir uns jetzt mal dieses, er hat ja, glaube ich, gesagt, wir sollen nämlich den hier uns anschaffen, mit Planierraupe. Natürlich nicht den Motorgrader, sondern diese Planierraupe. Und wir hatten zuletzt als Live-Gerät nämlich eine andere Maschine gehabt.
Da ist nämlich unser Baggerlader, den haben wir aber, glaube ich, schon im Besitz. Wir haben auch verschiedene Walzen, Asphaltierwalzen, Planierraupen, die haben wir, also gibt es. Wir werden uns aber erstmal mit dem einfachsten Maschine erstmal uns erstmal mit zu helfen wissen. Die werden wir uns mal einfach mal kaufen. Ja. So, dann ist die. Tatsächlich, ich hoffe, dass wir die jetzt. Oder der. Da ist die Planierraupe, da werden wir aber per Schnellreise. Warum habe ich jetzt schon wieder diese blöden Mickey-Mäuse auf? Nochmal Kontextmenü auf. Hä? Warum geht das denn jetzt nicht? Kontextmenü. Machen wir erstmal die Mickey-Mäuse ab. So laut ist die Maschine mit Sicherheit nicht. Bringen wir die jetzt mal eben kurz nach unserem Firmengelände. Per Schnellreise. Irgendwann werden wir uns natürlich auch noch den. Da lassen wir das Gerät jetzt erstmal stehen. Aber das Gerät machen wir, weil diese. Diesen Schieber machen wir runter. Ich kam jetzt gerade nicht auf die Bezeichnung. Ja, das können wir jetzt aber wieder. Jetzt holen wir uns erstmal den LKW wieder zurück. Firma Fuhrpark. Da holen wir erstmal unseren Pritschenwagen wieder zurück. Oder steigen erstmal in diesen wieder ein. So. Können uns jetzt halt noch wieder aktuell zwei Aufträge aufnehmen. Einmal eine Verkehrsstraße und einmal einen Garagenbau. Ich würde jetzt mal vorschlagen, da der Garagenbau schon etwas länger schon auf unsere Annahme des Auftrages wartet, nehmen wir erstmal das an. Nehmen wir uns oder gucken uns den erstmal an. So. Wandbau. Sind sogar mit selbst 6 Schritten. Deckenbau, Fertigwände. Also das sind hier die einzelnen Schritte. Auftragsumfang hoch, mittel, niedrig. Ich werde mal diesen. Man kann hier, was ich jetzt gerade jetzt hier festgestellt habe, man kann hier sogar verschiedene Stufen auswählen. Von niedrig, von mittel und ganz sogar hoch. Ich werde jetzt mal ausprobieren in der Stufe hoch, wenn das langweilig sein sollte. Empfohlene Baumaschine, Zugmaschine. Materiallieferung, Schnelleinsatzkran. Fertigwände, da brauchen wir natürlich einen Kran. Entsorgung, Fertigwandplatzierung. Dafür brauchen wir auf jeden Fall einen Baukran, also einen Turmdrehkran. Können wir uns ja mal mieten. Betonmischer, ja, das müsste ich jetzt alles halt mieten. Zu guter Letzt käme dann noch die Baustellenabnahme. Garagenbau. Die Garage wird dann wahrscheinlich wird dann aus Fertigbauwänden bestehen. Wir werden uns dann die jeweiligen Fahrzeuge, die wir brauchen, dann halt auch halt einfach anmieten oder die Maschinen. Das wäre einmal der Kran und der Betonmischer. Das sind sogar und Betonmischer befüllen. Betondecke, da bräuchten wir auf jeden Fall diesen LKW gleich. Wir werden auf jeden Fall diese ganzen Fahrzeuge erstmal uns einfach erstmal anmieten. Ich hoffe, dass das trotz allem, auch wenn wir unsere Fahrzeuge dann anmieten müssen, die wir nicht besitzen, wir werden einfach mal den Auftrag mal entgegennehmen. Dann fahren wir jetzt mal mit einem. Da können wir gleich bei dem Fahrzeughändler gleich mal hier stehen bleiben.
Dann lagern wir erstmal unseren eigenen Wagen erstmal ein. Unser eigenes Fahrzeug. Na. Wir lagern das. Wir schicken das Ding jetzt erstmal nach Hause. Ach, müssen wir. Wir sitzen ja gerade drin, deswegen können wir nichts machen. Steigen wir erstmal aus. Handbuch wollen wir nicht. Fuhrpark. Wir lagern erstmal den LKW erstmal in unserer Firma ein. Repariert in 53 Minuten. Dann wird auch das Fahrzeug wieder repariert. Automatisch, glaube ich, auch repariert, wenn das Fahrzeug oder die Baumaschine eingelagert wird. Diese beiden Geräte brauchen wir jetzt auch nicht. Ich lagere die nämlich jetzt auch einfach ein. Dann werden die auch repariert in 20 Minuten. Diese Maschine ist im Top-Zustand, weil wir die jetzt ja gerade neu gekauft haben. Diese Planierraupe. Wir lagern da die Maschine jetzt mal auch ein. Die braucht hier nämlich nicht repariert werden. Wir fangen an mit dem Anmieten eines LKWs, einer Zugmaschine. Dazu betreten wir es bei diesem Händler hier. Bobcat. Darf. Zugmaschine, wir mieten uns erstmal diese Zugmaschine an. Wir mieten uns die. Da ist der LKW, der DAF. Sollten wir solche Baustellen öfters machen, werden wir natürlich uns den LKW natürlich auch einen LKW kaufen in dieser Art. Aber erstmal, da wir auch fertig bauen, wenn jetzt Platz, würde uns jetzt 95.000 Credits kosten. Wir werden uns die Maschine jetzt aber erstmal anmieten. Akzeptieren. So, dann nehmen wir uns jetzt diesen LKW. Wo haben sie uns den jetzt hingestellt? Materialauflieger anmieten müssen wir auch noch. Der Vorteil, den wir jetzt natürlich jetzt haben, ist, wir brauchen jetzt keine. Ja, tut mir leid, dass wir heute ein bisschen mehr mieten wir uns auch an. Wird zwar ein bisschen teuer zum Anfang hin. Da wäre jetzt kein. Dann koppeln wir jetzt den LKW jetzt an. Da steigt ein in den LKW. Den gucken wir uns dann natürlich jetzt auch mal von innen an. So sieht der LKW aus. Der DAF, die Zugmaschine, halt auch eine Baumaschine, die natürlich jetzt auch zur Fracht zum transportiert von Materialien dient. Dann schalten wir wieder in die Außenperspektive. Machen das Licht schon mal am besten an. Die Rundumleuchten auch. Damit wir auch besser alle Lichter einschalten. Wir schalten natürlich das Ablendlicht an. Ja, und koppeln jetzt endlich den LKW an. Den LKW können wir ja dann gleich, nachdem wir die Materialien, glaube ich, beschafft haben, wieder. So wild angekuppelt. Ja, dummerweise haben wir keine Spiegel, die funktionieren. Na, wir fahren aus dem Fahrersitz heraus, damit ihr auch mal das Dashboard seht. Begib dich zum markierten Ort.
Leider sehen ja unsere Spiegel leider so aus. Man sieht leider nicht viel. Ich hoffe, dass das vielleicht... Vielleicht liegt es auch an den Einstellungen. Dass man es vielleicht umstellen muss vielleicht. Ja, einmal Kamera schwenken einmal bitte. Wir sind ja mit Rundumleuchten ausgerüstet hier. Jetzt fahren wir schon mit so einer großen Maschine durch die Gegend. Mit so einer großen... Mit so einem großen Gespann hier. Da wird sich der Habe auch denken, wow, der traut sich ja Bamba was. So, da bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hinfahren. Auf jeden Fall liegt es fast 2 Kilometer von uns entfernt. Ich glaube, auf der Landstraße dürfen wir jetzt hier 60 fahren. Bleibt es jetzt grün. Ich fahre jetzt auch maximal 60 km/h hier. Warum fahrt ihr jetzt hier so langsam? Ist ja heute Sonntag oder was? Friedenberg. Ach, hier ist eine Ampel, okay. Ich glaube, diese Karte ist auch so an Bayern angelehnt. Das ist auf jeden Fall, diese Karte nennt sich jetzt zwar Europa, aber was haben wir hier? Kaiserdenkmal. Hier ist 50, Junge. Wenn 30 wäre, dann wäre das ja auch angeschrieben. Auch sehr schön aus. Ist auf jeden Fall richtig interessant. Die Karte. Ich glaube, da hat man wirklich Abwechslung hineingepackt auch. Gibt halt so verschiedene Bezirke auf dieser Karte, so Industriegebiet, Gewerbegebiet, Stadtzentrum. Der hat ein Stoppschild, also hat dazu stehen zu bleiben. Turmdrehkran müssen wir uns nämlich gleich auch noch anmieten. Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall sehr viele Fahrzeuge anmieten. Glücklicherweise wird dieser LKW je 24 Stunden berechnet. Das heißt, ich hoffe, dass man dann mit diesem LKW nach einem Tag dann endlich die diese Transportaufgabe dann erledigt hat. Noch 800 Meter haben wir noch. Können ja mal kurz auf die Karte schauen, wo wir jetzt hinfahren. Wir fahren nämlich ins Gewerbegebiet rein. Dort werden wir dann auf jeden Fall was entdecken. Das weiß ich jetzt halt selber noch nicht. Es kann nämlich gut sein, dass es halt so ein Fertigbauwerk ist. Die dann halt so Fertigbauwände herstellen. Die müssen wir uns, glaube ich, jetzt leider gleich selber, also aufladen lassen.
Da muss man sehr viel Geduld mitbringen, auf jeden Fall. Ich finde es leider sehr schade, dass meine Videos im Bausimulator von meinem Let's Play Bausimulator 2022 nenne ich das jetzt einfach mal noch, weil so wenige Aufrufe verursacht. Ich weiß nicht warum. Ich werde trotzdem diese Let's Play Projekte aber trotzdem weiterführen. Dieses Let's Play-Projekt. Ich habe jetzt auch keine Lust, am Anfang der Bauarbeiterkarriere jetzt halt über rote Ampeln zu fahren. Das wird dann nämlich auch wieder teuer. So hätte mal der Autobahnmeisterei aussehen müssen, der Simulator. Aber da kann ich mir vorstellen, dass das auch der reinste Reinfall ist. Da ist klar, dass jetzt so ein dicker LKW da steht. Ich muss jetzt zusehen, dass ich jetzt mit meinem 18 Meter Gespann jetzt hier nicht mit anderen Fahrzeugen oder Objekten zusammenkrache. Weil ich sehe das jetzt leider nicht hin, mit Hilfe der Seitenspiegel, wo der Trailer sich jetzt gerade, wie der hinter mir jetzt gerade her folgt. Weiß auch nicht, wie man das jetzt nennt. Hat aber, glaube ich, ein bisschen so die Ähnlichkeit wie die PlayStation-Fassung damals, Bausimulator, den es ja letztes Jahr schon gegeben hat. Sind jetzt im Gewerbegebiet angekommen. Bin mal gespannt, ob es auch hier Tunnel gibt. Der Weg ist weit. Ja, ich werde gleich wahrscheinlich eventuellerweise jetzt das Video gleich, wenn ich da angekommen bin am Bestimmungsort, werde ich das Video wahrscheinlich beenden. Weil die Fahrt dauert jetzt halt fast noch mal genauso lange wie die Fahrt. Boah, mach doch einfach hinne da. Ich habe jetzt keine Lust, hier 10 Jahre stehen zu bleiben. Hier rumzugammeln. Oh, hier ist es so, Bandenübergang gibt es hier. Hier sieht man natürlich auch überwiegend Bürohäuser und solche Fabriken. Ich hoffe, wir können uns das jetzt ja auch aufladen lassen. Wir befinden uns jetzt am Fertigwendewerk. Fertigbauelemente. Da holen wir uns die Wände. Und wir haben eine Fertigwandfabrik entdeckt. Und wir sollen uns jetzt in diese blaue Markierung reinstellen. Betritt die Fertigwandfabrik und kaufe dir Fertigwände. Mach mir das mal. Hier erhältst du passende Fertigwandteile für deinen aktiven Auftrag. Wenn du mehrere Aufträge parallel angenommen hast, stelle sicher, dass der Auftrag, für den du Fertigelemente abholen möchtest, als dein aktiver Auftrag markiert ist. Mehr Informationen dazu findest du im Jobsmenü. Waren aus der Fertigwandfabrik werden beim Kauf direkt auf dein Fahrzeug verladen. Parke deshalb vorher einen geeigneten Auflieger in den gekennzeichneten Zone für die Warenausgabe.
Und hier wird wieder bei uns wieder was abgerissen. Die Nachbarn reißen wieder was ab. Anzahl der Pakete eine. So, dann fahren wir jetzt, schwingen wir uns wieder zu unserem LKW an. Das sollte jetzt halt ein passendes Gefährt sein, da müsste das jetzt die Materialien eigentlich drauflegen, aber passiert leider nicht. Hä? Was jetzt? Ja, ich mit meinen Menüs hier, ey. Ja, betreten. Ah, jetzt. Jetzt sollten die Sachen eigentlich bei mir auf dem LKW liegen. So, das wäre erledigt. Fahre auf dem Rückweg noch beim Baustoffhandel vorbei und besorge dir die restlichen Baumaterialien. Oi, oi, oi. Ah, die kriegen wir auf jeden Fall noch sehr gut unter hier. Das können wir jetzt auf jeden Fall machen. Und wie das Ganze halt aussieht, ich schalte einmal kurz Stylish jetzt mal in die Außenansicht. So, das hier ist unser LKW, also nicht unser eigener, sondern den wir speziell jetzt dafür angemietet haben. 2 Kilometer geht die Reise dann zurück, also zum Baustoffhändler. Und wie das halt aussieht, die Fahrt, seht ihr dann in der nächsten Folge meines Let's Plays Bausimulator 2022. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst es mich gerne mit einem Daumen hoch wissen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst es einen Daumen runter. Schreibt positiv oder negative Kommentare unter das Video. Wenn euch mein Kanal gefällt, würde ich mich freuen auf ein Abo. Wenn ihr wissen wollt, wann das nächste Let's Play Video kommt, dann aktiviert die Alarmglocke. Dann wisst ihr, wann das nächste Video erscheint auf meinem Kanal. Ich sage bis dann jetzt ciao, bis zum nächsten Mal und haut rein.